Aloha, werte Spieleflutsurfer, willkommen zurück hier auf dem Kanal Spieleflut. Ich bin der Amano und ihr schaut euch weiterhin die Videos an für das Startgebiet der Nachtelfen in WoW. Und wenn euch dieser ganze Kram hier gefällt. Was? Nicht in Sichtlinie. Wenn euch der ganze Kram hier gefallen sollte, also dass sich die Startgebiete in WoW nicht nur der Nachtelfen, sondern von allen Völkern einmal etwas ausführlicher zeige, dann dürft ihr mir gerne natürlich auch einen Daumen da lassen. Da freue ich mich drüber und außerdem hilft mir das natürlich auch. Da hat die Dryade 3 Pflanzen geschworen. Bisschen Natur. Kann sie machen. Dafür ist sie eine Dryade. Meinetwegen. Und wenn wir schon dabei sind, dann sage ich auch ganz ehrlich, selbstverständlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. Allerdings natürlich auch hauptsächlich dann, bin ich ganz ehrlich, wenn ihr auch zukünftig vorhabt, den Kanal zu schauen. Abo-Zahlen an sich sind sicherlich immer toll, ja, da freut sich jeder YouTuber drüber. Aber worüber sich kein YouTuber freut, sind tote Abonnenten. Also wenn man einfach Abonnenten bekommt, die dann nicht schauen, das bringt uns nämlich gar nichts. Von daher, wenn ihr den Kanal abonniert, dann helft ihr mir. Ihr habt auch den Vorteil, nämlich, dass ihr kein einziges Video verpasst. Und ja, das ist in der Tat ein Vorteil eines Abonnenten, weil ihr braucht entweder nur in die Abo-Box von euch reinzuschauen, dann seht ihr ja schon, welche neuen Videos von mir da sind. Oder ihr könnt YouTube auch so einstellen, dass ihr direkt eine Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wurde. Da müsst ihr gar nicht groß suchen. Da wisst ihr halt sofort, ah Mensch, von Amano ist ein neues Video da. Super. Dann Questgeberin? Ja, egal. Dann nehmen wir mal direkt von Amano ist. Ach nein, da komme ich ja gar nicht rüber. Ach ja, da läuft mein Tierchen halt rüber. Und es funktioniert nicht. Also dann mal weg. Von Amano ist ein neues Video da. Da kann ich direkt nachschauen. Und dann, wie gesagt, jetzt wäre ich schon wegen der Spinne einmal durcheinander. Dann könnt ihr natürlich auch direkt den Kanal schauen. Das war jetzt ein bisschen viel zum Abonnieren, ne? Ja, mache ich in nächster Zeit nicht mehr. Nicht mehr so ausführlich. Ist ja auch Quatsch. Also, liken und abonnieren. Danke. Bitte. Danke. Wie komme ich denn da hoch? Nicht hier? Wo muss ich da rechts hoch? Ah, da. Ja, ja. Einmal rechts hoch. Wobei ich ja lieber links hochgehe als rechts. Haha. Ich hoffe, das ist angekommen. Nee, also der Amano steht ganz klar links. Muss doch gar nicht drüber diskutiert werden oder sonstiges. Von den ganzen rechten Fatzken halte ich einfach nichts. Hier komme ich nicht hoch. Muss ich den langen Weg laufen? Scheinbar. Die Minispinne, die lasse ich leben. Die hat mir ja nichts getan. Ja, ich habe eigentlich schon hier meine 12 Spinnen erledigt. Aber ich möchte trotzdem gerne hoch. Weil da war ja durchaus die Spinne. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall hieß sie A anders als alle anderen Spinnen hier. Und B hatte sie ein Questgeber-Symbol auf dem Kopf. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass wenn ich das Viech dann töte, entweder direkt eine Quest startet oder ich etwas looten kann für die Quest. Oder, und deswegen gebe ich jetzt mal bei der Dryade die Quest ab, ich bekomme als Folgequest hier von Tinderella die Aufgabe, diese Spinne zu töten. So, Great Outdoors, wir sind gerade indoors, aber es ist in Ordnung. Tja, gut, dass ich das doch gemacht habe, ne? Das ist die Brutmutter. Gitjes. Die Brutmutter Gitjes. Gut, gut, gut. Nächste Aufgabe ist es, Gitjes zu töten. Das hatte ich ja sowieso vor. Also dann hin. Da liegt sie auch schon. Steht sie auch schon. Eben kurz warten, bis Fokus voll ist. Fokus ist voll. Können wir einen schönen arkanen Schuss hinterher knallen. Wobei ich muss mal kurz warten, bis meine Agro wieder gesunken ist. Ich möchte die Spinne halt ungern drauf haben. So, und weg und fertig.
Danke, Gittjes. Zweimal tot, das ist ein nächster Spieler, das erklärt... Bleibst du stehen! Das erklärt einiges. Das Totem hat die Eier korrumpiert. Aha. Ist ein Furbolg-Totem. Hm. Das heißt, dass die Furbolgs immer noch kurz davor sind, korrumpiert zu werden. Was nehme ich denn? Ich nehme mal nicht den Umhang. Ich bekomme später bestimmt einen schickeren Umhang. Folgequest. Die Dryade wird die Spur des Furbolg-Stamms weiterverfolgen. Und ja, bis zur Quelle der Verderbnis. Und ich muss Atridas Bärmäntel in Dolanar treffen. Ich habe gerade Agro, ich lasse mich beraten von Gittjes. Ist mir jetzt egal. Das wird auch hier mein Vieh schon einschaffen, denke ich. Zusammen mit der Reale. So, ich werde zurückgeschickt nach Dentaria. Vorausgesetzt, sie läuft nicht weg. Und tatsächlich haben Drabbeth, so heißt mein Kätzchen hier, Drabbeth, und die Dryade auch Gittjes ganz alleine geschafft. Ja, ich bin zurück, genau. Ja, ich habe zwar nicht die gesamte Quelle der Verderbnis besiegt, aber zumindest einiges. Und Iveron steht schon wieder. Sehr schön. Ah ja, gut, wir haben noch ein bisschen Zeit, dass ich mein Training hier beenden darf. Das ist aber sehr nett von euch. Teldrassil, die Krone von Azeroth. So, was muss ich dann machen, um mein Training zu beenden? Ich muss ein wenig Geschichte lernen. Zum Mondbrunnen muss ich hin. Mhm, und eine Fiole dieses Wassers zurückholen. Und da werde ich dann ein bisschen Geschichte lernen. Mach ich. Mit Iveron quatschen. Gut, da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählt. Einmal das Ziel abwählen und auf dem kürzesten Weg zum Mondbrunnen. Ich kann noch mal kurz ein wenig erzählen. Also selbstverständlich habe ich, als ich zur Vanilla-Zeit gespielt habe, alle Startgebiete gesehen. Ich hatte von jedem Volk, was es damals gab, einen Charakter. Damals gab es aber auch nicht von alle Völker, die es jetzt gibt. Hm? Also es war ja eben Vanilla-Zeit. So, jetzt gucken wir. Oh, ein Schatten der Kaldurei. Viel hat sich verändert seit unserem Kampf am Berg Hyal. Guck, was er noch erzählt. Nordrassil ist noch ein Schatten seiner selbst. Die Macht, die benutzt wurde, um Archimond und die brennende Legion zu vernichten, ist sehr geschwunden. Die Unsterblichkeit wurde verloren. Aha. Der Betrüger wurde von seinem Gefängnis präsiert. Präsiert. Nein! Der Betrüger wurde aus seinem Gefängnis befreit. Und Chandos Stormrage ist verschwunden. Das ist eine dunkle Zeit für uns alle. Der Betrüger, Yldrassil und Chando ist Malfurion, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also zurücklatschen und abgeben. Deswegen kenne ich ein paar Startgebiete, um jetzt meine Geschichte noch eben fortzusetzen, die ich da angefangen habe. Ein paar Startgebiete kenne ich noch ganz gut und ein paar Startgebiete kenne ich dann gar nicht. Vor allen Dingen, ich habe ja noch gespielt vor der Zeit des Kataklysmus, wo alles noch anders war. So, einmal abgeben. Sehr gut gemacht. So, ich muss noch eine Aufgabe machen. Habe ich das bekommen? Nee. Ganz oben bei Aldrassil, da ist Tenaron Stormgrip. Gut. Es war so schön und dass wir uns kennengelernt haben. Ja, das finde ich auch. Ach, und sie ist so stolz auf uns. Ich werde große Taten vollbringen für dieses Volk der Nachtelfen. Ich werde große Taten vollbringen für diese Welt. Bis wir uns wiedersehen. Doch, das ist ja schön. So, ich habe auch was bekommen. Das, was ich anziehen kann. Wo ist es denn? Ah nee, erst wenn ich es abgebe. Erst dann nehme ich hier den Gurt. Die Beine brachten mir nichts. Wenn ich da oben bin, dann bekomme ich eine neue Brustrüstung. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, ich bekomme eine neue Brust. Das wäre ein bisschen missverständlich gewesen, ne? Aber keine Sorge. Hallo. Euer Amano hat hier bei sämtlichen weiblichen Charakteren die größte Brust ausgesucht. Nein, das geht ja gar nicht. Das haben die Leute von WoW schon ganz alleine gemacht.
So, und wir purzelbaumen uns hier den Weg hoch. Warum auch nicht? Ich finde es so faszinierend, dass der Bogen trotzdem hält, obwohl er nirgendwo festgemacht ist. Aber ja, was soll's. WoW. Es kann also tatsächlich durchaus sein, dass ich mal über WoW meckern werde. Das heißt aber nicht, dass es mir keinen Spaß macht oder dass ich es nicht toll finde. Ich bin dann nur, wenn, dann eher realistisch. Oh, falsch. Noch eins höher. Lalalala. Da ist er. Hallo Jäger. Hallo Druide. So, was erzählt er mir hier? Kostbares Wasser. Der Mondbrunnen beinhaltet das Wasser der Ewigkeit. Und die uralte Quelle der Magie, die so viel Schrecken über die Welt gebracht hat. Alle beobachten die Mondbrunnen. Gut. Die erste Geschichte habe ich also gehört, was nach dem Kampf von am Berg Hial passiert ist. Den ersten Teil der Geschichte. Und ich muss doch sehr, sehr viel lernen. Und die Aufgabe, die ich hier begonnen habe, wird mich durch den Rest von Teldrassil führen und sogar bis nach Darnassus. Okay. Ich stelle mich dem. So, er muss ja fortschicken, anstatt mir weitere Geschichten zu erzählen. Und ich muss zu Korythras Moonrage. Und das Wasser aus dem Mondbrunnen muss ich mitbringen. Korythras ist am Mondbrunnen in Dolanar. Und ich soll schön auf der Straße bleiben. Was habe ich jetzt hier? Achso, damit ich wieder runter kann. Früher musste man tatsächlich runterlaufen. Gut, jetzt können wir runter schweben. Ich schwebe in die falsche Richtung, aber was soll's. Hauptsache runter. Au, 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 au. Oh, und dafür gleich ein Achievement bekommen. Was war das für ein Achievement? 65 Jahresfallen ohne zu sterben. So, die ist besser. Ja, plus 3 Rüstung dazu. Wie sehe ich denn aus? Komisch. Also, nicht, dass meine Nachtelfe komisch aussieht, das nicht, aber die Kombination hier mit dieser engen Hose. Geschmackssache. So, zurück zu der ursprünglichen Sache. Das Startgebiet der Nachtelfen, meiner Meinung nach, ist kaum verändert. Ich glaube, dass das noch größtenteils genauso ist, wie es damals zu Startzeiten von WoW war. Auch hier kann ich mich selbstverständlich täuschen. Ich glaube aber, dass hier relativ wenig verändert wurde. Klar, ein paar Sachen schon und geschichtsmäßig selbstverständlich müssen sich ja auch anpassen. Aber größtenteils ist es noch gleich geblieben. Viele andere Startgebiete sind doch sehr stark verändert, sodass ich vieles noch nicht kennen werde. Also vieles wird auch für mich neu sein. So, ich soll hier auf der Straße bleiben. Trotzdem schaue ich mich immer mal nach Quests um, die es irgendwo gibt. Die Viecher habe ich, glaube ich, alle schon, ne? Die Viecher sind auf jeden Fall accountweit, also die Haustiere. Ach, jetzt kann ich hier auch noch diesen Erfolg twittern. Ja, wir machen das mal. Ich schaue danach mal, was alles bei Twitter passiert ist. Also das mit Twittern und so, das aus dem Spiel heraus, das kenne ich nicht. Das ist für mich neu, deswegen teste ich das jetzt einfach mal und schaue danach, was passiert ist. So, wir bekommen eine neue Quest. Hallo, junger Jäger. Könnt ihr mir helfen? Ich habe hier ein Paket mit Kräutern, das nach Dolanar muss. Ja, wie passend, dass ich sowieso nach Dolanar gehe. Also, gib mir dein Paket. Dann mache ich auch für dich die Laufburschin. Das mit dem Ziel stört mich. Das mal wieder wegmachen hier. Dass ich jedes Mal das wieder abwählen musste, aber sonst habe ich das hier auf der Minimap. Hier sind die Gegner schon Level 5. Wie gut, dass ich Level 5 bin.
Naja, es war die Öle. Die Öle. Habe ich gerade wirklich gesagt, die Öle? Ich meinte eigentlich die Eule. Aber das kommt dabei rum, wenn man Aul liest und Eule sagen will. Dann sind die Eule. Eule. Die fliegende Öle. Auch schon. Die Wegweiser. Also, ich könnte ja vielleicht nochmal den Rest der Zeit ganz kurz aufholen, ne? In der nächsten Folge, weil wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, diese Folge, aber wenn ich jetzt hier die Quest dann nehme und so weiter, dann komme ich schon wieder gedanklich, wäre ich wieder rausgerissen. Hier haben wir einen Satyr. Wieso, you again? Wir sehen uns gerade zum ersten Mal, du Pappnase. Ja. Gut, ich habe sehr viel Glück. Das ist super. Was soll ich denn für ihn tun? Oh, er kann mir Dinge geben, von denen ich nie geträumt hätte. Was soll ich ihm denn bringen? Reagenzien. Nachtsäbler, Reißzähne, Eulefedern, also Eulenfedern und ein bisschen von Spinnennetzen. Gut, machen wir das. Padumpf, und da habe ich schon wieder die Akku meines Tieres überschritten, aber ist ja auch klar, wenn man so stark anfängt. Aber hier muss ich auch erstmal keine Angst haben. Deswegen kann ich ja hier relativ stark anfangen. Also normalerweise spielt man den, also zumindest war das damals so. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Den Jäger ja ein bisschen vorsichtiger. Wenn es nachher um die Gruppe geht, eine Instanz und so weiter. Man will ja die Aggro eigentlich nicht haben. Deswegen fährt man ja erst zum Schluss den Schadensoutput ein bisschen hoch, wenn der Tank Zeit gehabt hat, anzutanken. Aber jetzt hier, auch wo ich alleine unterwegs bin, da ist das jetzt nicht wirklich alles so notwendig. Man merkt auf jeden Fall, ich brauche schon mal länger. Aber die Viecher sind ja auch schon Level 5. So, von den Spinnen haben wir unseren Kram schon mal. Dann fehlen mir jetzt noch Nachtsäblerzähne und Eulenfedern. Da haben wir schon mal die erste Eule. Level 6. Uiuiui. Höher als ich. Oh mein Gott, ich werde sterben. Naja, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Los, fall um. Ach, bei dieser Gelegenheit vielleicht. Ich habe da so einen Freund. Wirklich einer der besten Freunde meines Lebens. Und auch der längsten Freunde, die ich habe. Also nicht im Sinne von Körpergröße, sondern von Zeit. Und das ist echt so ein WoW-Hasser, ja. Und ich habe ihm mal WoW gezeigt, damit er sich das mal angucken kann. Und was ihm da total missfallen hat und wo er dann auch meinte, ja, guck hier, ist überhaupt nichts für Kinder, ist der Todeskampf der Tiere oder der Gegner generell. Vielleicht kann man das hier bei dem Nachtsäbler sehen. Lass mal schauen. Es gibt da viele Gegner, wenn die sterben. Ja, also ähnlich. Also, das war ja nicht ganz so. Sie fallen halt um. Sie fallen mit einer Animation um und haben auch noch ein Geräusch dabei. Aber die Schweine machen das vor allen Dingen. Wenn die Schweine umgefallen sind, auf dem Boden liegen, dann, also quasi, wenn sie besiegt hat, dann zucken sie noch mit dem Fuß hinterher. Also da sieht man dann wirklich einen Todeskampf. Das stimmt auch, also hat er recht. Aber dass man sich deswegen ja darüber jetzt so aufregen kann. Naja. Es sind Pixel. Ne? Nach wie vor. Es sind Pixel. Keine echten Tiere, die ich hier töte. Echte Tiere würde ich wahrscheinlich gar nicht töten können. So oder so nicht. Also ich könnte auch nie, wie in der ersten Folge gesagt, ich könnte auch nie Förster werden, weil ich müsste ganz viele echte Tiere töten und damit hätte ich ein Problem. Ich liebe nämlich Tiere. Ein tierischer Tierfreund. Aber es stimmt, ich bin wirklich ein sehr, sehr großer Tierfreund. Und ich könnte das nicht. Tiere töten. Aber das hier ist ein Computerspiel. Und ich töte keine Tiere, sondern es sind Pixel. Pixel in einem Computerspiel auf einem Computermonitor. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit. Und wenn dann die Animation so ist, dass da vielleicht bei einem Schwein, wenn man es tötet, das doch kurz im Fuß nachzuckt,
wie mein Freund halt sagen würde, Todeskampf, dann komme ich schon damit klar. Weil ich ja weiß, dass es nicht echt ist. Ich gebe die Quest noch schnell ab und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Weil ich möchte ja auch, wie gesagt, nur 20 Minuten machen immer hier. Wenn wir später dann mal richtig loslegen mit WoW, dann werde ich das Ganze auch streamen. Dann habt ihr also quasi wahrscheinlich 2 Stunden am Stück. Aber erstmal hier Quest abgeben. So, jetzt haben wir alles gemacht. Er freut sich sehr, dass wir das gemacht haben. Ihm entgeht auch nicht der Witz, dass ich als Nachtelf für ihn, als Satyr, eine Aufgabe erledigt habe. Da freut er sich. So, jetzt guckt er uns mit dem Arsch auch nicht mehr an. Ist da noch irgendwas Sinnvolles, was ich bekommen habe? Ah ne, also ich dachte, hier eine Tasche bekommen. Also die Tasche wurde automatisch ausgerüstet. Gut, wunderbar. Dann sage ich, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für euren Daumen nach oben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann, tschüss!